dann große Portfolien, große Quartiere und das konnte das andere System nicht so gut. Wir mussten da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Frau Jacobi kann Ihnen das erzählen. Die musste durch mehrere Runden, weil uns sehr viel Widerstand geboten wird, weil man wollte einfach versuchen, nicht zu viele Tools auf einmal im Haus zu haben. Wir sind ja im Frühjahr, Februar, so rum letzten Jahres gestartet, 2021. Und ich gucke mit Stolz zurück und sage, wir haben jetzt März und wir haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr die Software für alle Projekte und auch schon für Neuakquisen alles einzuführen. Ja. Also das ist, denke ich, schon eine enorme Leistung, spricht auch für die Software. Ein Jahr, auch ein Jahr Zusammenarbeit mit Result. Wie haben Sie das erfahren? Also Sie hatten natürlich unsere Consultants hier im Haus, regelmäßig, denke ich, für Schulungen und Projekte, Termine. Wie ist das gelaufen? Ich muss sagen, sehr, sehr, sehr gut. Also das kann man nicht anders sagen. Gerade der Rüd Beermann hat uns ja sehr persönlich betreut. Also er war dann manchmal auch erstaunt über meine Anrufzeiten, aber er hat immer parat gestanden, er hat immer versucht für uns maximal erstmal unser Geschäftsfeld richtig zu durchleuchten, zu verstehen. Im Wesentlichen war es vielleicht die Schnittstellenanbindung, die hätte man an die anderen Systeme, das hätte man, glaube ich, schon besser noch planen, koordinieren können. Auch da wieder so die Besonderheiten des deutschen SAP, sage ich jetzt mal. Da merkten wir dann doch, dass wir der erste große Kunde sind, der damit drin war.